Hier eine Frage ohne vorgegebene Antwort. Wenn f von x Zehntel 3x plus 10 ist für alle reellen Zahlen x, wie lautet dann die Zahl y, die f von y gleich 1210 erfüllt? Das f von y können wir selbstverständlich umschreiben als f von 10y Zehntel. Somit haben wir hier f von einem Bruch, dessen Nenner 10 ist, genau wie in der Definition dieser Funktion f. Das f von solch einem Bruch ist also 3 mal Zähler plus Nenner 10. Das f von diesem Bruch, das ist also 3 mal Zähler plus den Nenner 10. 3 mal 10y, das macht 30y. Und somit wissen wir, dass f von y gleich zu dieser Summe ist. Durch die Angabe wissen wir aber, dass f von y 1210 ist. Also ist diese Summe gleich zu 1210 und somit bleibt nur noch diese Gleichung zu lösen. Wir setzen die 10 rechts rüber, so erhalten wir diese Gleichung, die wir noch durch 30 teilen und somit finden wir als Wert für y 40. Die Endantwort auf die gestellte Frage ist also 40. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.